Es ist 20 nach 10. Wir verlassen jetzt Chef Schaun. Wir hatten hier ja, ein bisschen atypisch ein grünes Zimmer anstatt ein blaues. Auch so ein bisschen verwinkelt. Da vorne ist ein kleiner Wohnbereich, der geht um die Ecke. Hier hatten wir zwei Einzelbetten. Und heute stehen 7 Stunden Fahrt an. Eigentlich 5, sagt Google, aber damit kann man nicht rechnen. Da mal, let's go. Wir steuern geradewegs auf Casablanca zu, machen noch einen kleinen Stopp in Rabat, in der Hauptstadt. Die sollen beide nicht so schön sein, die Städte, aber wollen wir jetzt auch nicht auslassen. In Casablanca wollen wir uns die Moschee angucken und in Rabat einfach mal so durchfahren. Stopp beim Supermarkt machen, neu eindecken und... Der Weg ist sehr mühsam. Wir fahren ja von Chef Schaun gerade Richtung Rabat und irgendwie ist hier ständig 60. Es ist echt anstrengend. Ja, das Problem ist, dass hier so eine R, obwohl die jetzt gerade sieht die ganz gut aus, aber sonst ist das sehr kurvig, berghoch, bergrunter, Schallstraße. Wir wechseln gleich noch auf eine N, auf eine Nationalstraße und danach wahrscheinlich... Da darf man 100 fahren? Ja, auch nicht überall. Und danach das erste Mal vielleicht auf einer Autobahn. Ja. Bin ich mal gespannt, was die an Mautgebühren haben wollen. Ich weiß gar nicht, wie schnell man da fahren darf. Ich glaube 120. Oh. Sehen wir da. Geht hier richtig voran. Wir sind auf der Autobahn und fahren 120 km/h. Also wir haben uns umentschieden, wir wollten eigentlich erst querfeldein bis nach Rabat fahren, haben jetzt aber die Autobahn genommen, die kostet 13 Dirham, ein bisschen mehr als 1 Euro. Das ist es wert, wir kommen ja wirklich gut durch. In einer halben Stunde sind wir schon in Rabat. Das war jetzt schon unser Mini-Stop hier in Rabat. Wir haben uns einmal den Turm angeguckt. Hassan. Turm Hassan? Wie heißt der? Turm Hassan der Zweite. Turm Hassan der Zweite. Haben uns im Carrefour wieder mit Bananen und Co. eingedeckt. Fahren hier jetzt einmal quer durch und dann geht's auch wieder auf die Autobahn. Linda macht das übrigens super. Danke. Weil es nicht ganz so simpel hier zu fahren. Der eine ist dem anderen gerade hier hinten reingefahren. Der hat kurz ausgestiegen, hat kurz geguckt. Sagt, ist nicht so schlimm und ist weitergefahren. Das gäbe bei uns ja nicht. Nee.
Casablanca. Also auf den ersten Eindruck ist nicht so schön wie Rabat. Also ein bisschen dreckiger, runtergekommener und wesentlich mehr los auf der Straße. In Rabat war auffällig, an jeder Kreuzung war ein Polizist. Haben wir bis jetzt hier noch nicht gesehen. So, wir sind angekommen. Wir waren jetzt wieder fast 7 Stunden im Auto. Wir haben einen kleinen Stop in Rabat gemacht. Casablanca ist nicht schön. Also das, was wir jetzt gesehen haben, wir sind jetzt zum Hotel gefahren. Aber wir haben ein Upgrade bekommen. Anstatt ein normales Zimmer, Standardzimmer, haben wir eine Suite bekommen. Riesengroß. Was geil ist dann der Suite hier? Erstmal, dass wir 2 Balkone haben. Wir haben eine Wahnsinnsaussicht jetzt über Casablanca hier. Da vorne sehen wir schon die Riesenmoschee. Die gucken uns morgen früh an. Ein Blick über den Hafen. Blick in unser Schlafzimmer. Irgendwo da unten steht unser kleiner Porsche. Da vorne auf der Ecke. Und das allererste Mal hier in Dingens. Ein Wasserkocher. Das heißt, wir können uns gleich ein Käffchen machen. Aus Casablanca. Heute ist auch schon unser letzter Tag vom Roadtrip. Wir fahren jetzt gleich erstmal zu der großen Moschee und dann zurück nach Marrakesch und versuchen dann schon mal das Auto abzugeben. Eigentlich hätten wir das bis morgen Mittag, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssen halt unbedingt noch in die Waschstraße, den Müll wegmachen und staubsaugen. Jetzt geht's aber erstmal, man sieht gar nichts, zu der ganz großen Moschee hier. Und zwar ist das die 5. größte der Welt. Allerdings ist der Minarett der größte der Welt. Was kann die Moschee noch? Genau, die hat ein sich automatisch öffnendes Dach, außerdem Fußbodenheizung. Und oben am Turm ist so ein grüner Laser, der genau nach Mekka zeigt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt sind wir endlich da. Konnten direkt hier vorparken. Hat auch nichts gekostet. Und der Minarett ist schon gigantisch, wenn man hier neben steht. Ich komme mir richtig klein vor. Außen ist schon mal sehr überwältigend. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und dann dürfen wir hoffentlich gleich rein. Dann bin ich mal gespannt. So, wir haben jetzt Tickets gekauft. Hier im Museum. Sieht man das? Kostet 120 Dirham. Sind, weiß nicht, 10,50 Euro pro Nase. Um 10 Uhr haben wir jetzt eine Führung. In Deutsch. Ich bin mal gespannt. Das ist alles Felsenplatz. Das ist die Chance für die Fundamente. Weil der König hat das inspiriert durch eine Sura im Koran, lautet: Gottes Thron war auf dem Wasser. Die ganze Marmor mit verschiedenen Farben, Travertin oder das Granit, alles aus Südmarokko. Das Holz, das ist Zedernholz. Zedernholz von Andersgebirge, weil es ein schönes Geruch und gegen Feuchtigkeit. Und das ist alles von der Hand geschnitten und bemalt. Wie die Säulen auch, das ist Granit, aber innen Stahlbeton. Die ganze Gebäude Stahlbeton und verkleidet. Alles, was Sie sehen, weiß und graviert, überall, das ist alles Stuckarbeit. Alles von der Hand geschnitten und bemalt vor Ort. Jetzt werden zum Beispiel auch für Männer. Mhm. Es gibt 41 Brunnen. Und dazu es gibt Wasser in der Wand.
Und dann kann das in die Gleichheit sein, 1400 Gläubigen. Nicht mit Salzwasser, das hier Süßwasser, Leitungswasser. Okay. Und der Fond für diese Brunnen, das ist Gottes Blut, wie bei Buddhisten zeichnet von Reinhard. So, die Führung ist jetzt vorbei. War sehr informativ. Ja. Wir hatten eine Privatführung. Wir waren die einzigen Deutschen. Es gab einen deutschen Guide. Das heißt, ja, wahrscheinlich auch wegen Ramadan, weniger Tourismus. Wir waren wieder alleine unterwegs. War sehr cool. Viel erfahren. Wir gingen relativ fix durch, dadurch, dass wir noch nur zu zweit waren. Aber es lohnt sich definitiv. Also würden wir jedem empfehlen, dass man sich das wirklich mal anguckt. Weil ich glaube auch, jede Moscheeführung hat auch andere Informationen, die man so bekommt. So, Moschee gesehen und jetzt geht's ab nach Marrakesch. Jetzt müssen wir noch hier aus Casablanca rausfahren. Der Verkehr ist hier wieder richtig schön. Also die Marokkaner haben zwar die Zeit, aber nicht, wenn es um Verkehr geht. Nee. Dann sind sie richtig schön hektisch, hupen, machen eine vierte, fünfte Spur auf. Die Autobahn sind hervorragend. Besser als in Deutschland, gerade das Stück auf jeden Fall. Sehr leer, konstant 120. So Leute, wir müssen unser Ferrari jetzt leider abgeben. Wir haben gerade gewaschen. Die Stimmung ist auf dem Boden. Schade. Wir haben gerade gewaschen und innen gesaugt. Der ganze Spaß hat nur 20 Dirham, also 1,80 Euro gekostet. Jetzt haben wir ein bisschen zu wenig reingetankt, müssen wir ein bisschen jetzt noch nachtanken und dann ist er weg. Dann sind wir wieder zu Fuß unterwegs.